Ja, hallo Leute, Teil 15 mittlerweile von meinem Let's Play zu Dead Space 3. Und im letzten Teil haben wir eine wunderschöne neue Waffe uns zusammengeschustert. Haben wir noch nicht ausprobiert und jetzt kommt hier eine optionale Mission. Und wir sollen den Kommandoturm untersuchen. Und das werden wir doch machen. Oh, ich hoffe. Oder? Ich hoffe, die Waffe kann was. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Oh, oh. Hallo, Freunde. So, also direkt die sekundäre oder die primäre? Na, fangen wir mit der primären mal an, was die kann. Zack. Oh, okay. Wow. Okay, das ist... Aha, aha. Naja, bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die eine Primärfunktion ist wohl ein ziemlich starker Elektroschock. Aber die sekundäre Funktion mit dieser Säbel hier. Naja, vielleicht wird er sich noch als nützlich herausstellen. Primärfunktion, die ist auf jeden Fall super. Was ist mit dem passiert? Der ist einfach, der ist verschwunden. Ja, und diese Zielfunktion ist natürlich auch ganz hübsch. Sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. Ja, diese blauen Kryokanister sind das, glaube ich. Die dienen auf jeden Fall dafür, Gegner einzufrieren. Sollte sich hier die Gelegenheit bieten, werde ich das natürlich mal demonstrieren. Und die roten sind Explosionsfässer, sozusagen. Oh Mann, hier wird es doch gleich wimmeln von Leuten. Das sehe ich doch jetzt schon. Was ist das hier? Was war das? Das war bestimmt irgendeine Sprengfalle oder sowas Perfides. Okay, das ist der Kommunikationsraum. Keine Munition verschwenden. Ja, aber diese neue Waffe, die ist schon wirklich, ich glaube, nur im Notfall zu benutzen. Hier unten war da noch eine Tür. Nee, doch nicht. Na gut. Hab dich! Du Sau. Jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Ah, Sprengstoff schon kaputt. Zünden. Hehe. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ah. Was von der Quarantäneabregelung? Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. Ach, alles super. Das muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Ja.
Von hinten ist auch unten. Aktiviert. Ach, die Spucker. Immer in Bewegung bleiben. Ja, das habe ich ganz vergessen. So, jetzt kann man es ja mal hier. Hopp. Aha, da noch einer. Ja, ohne die Tentakel machen die nicht wirklich viel. Ah, ich hab's gar nicht gesehen, der hat sich versteckt. Genau, kick it like Beckham. Na, Isaac, alles klar? Ja, sieht gut aus. Kurzschluss machen. Initiieren. Quarantäneabregelung aktiviert. Ach so, ah ja, genau. Wo ist blau? Zack. Zack. Nein! Kurzschluss, nein! So, einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. So. Mal eben gucken, ob ich jetzt irgendwas hier noch vergessen habe an Kleinzeug einzusammeln. Soll sich ja auch gelohnt haben, dieses Massaker hier. Aber es sieht nicht so aus, als wäre viel übrig geblieben. Stapf, 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 stapf. So, Edward. Wo bist du? Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein Adrenalin hier. Das ist aber auch mal wirklich. Manche erwischen mich auch wirklich auf dem falschen Fuß. Ja, das war's schon. Okay, nur einer. Aha. Buckle, Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn Sie es finden... Ich schieße darauf. Danke. Das war ja easy. Next one, please. Du kannst auch immer runterkommen hier. Ja, komm. Ah nein, der kommt wirklich. Ja, wieder den Kasten finden hier. Zack. Nochmal ordentlich reintreten, ob die auch wirklich kaputt sind. Super.
Den nehme ich mal mit. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Hallo? Ach, da stehen sie auch wieder. Okay. Mal eben gucken, was hier drin ist. Zack. Altmetall und Gel. Aber ich muss schon sagen, jetzt mit, wo die Werkbank auch das erste Mal sich mir richtig eröffnet hat, bin ich schon neugierig darauf, was es alles für Waffen herzustellen gibt. Und schon wieder eine Platine. Okay, nachladen plus Clip, das ist super. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier einfach so runter. Ah, hier. Bin ich ja wirklich mal gespannt, was dieser Edward für einer ist. Junge, Junge. Aber schon ganz gut, dass sie... Ach, da kniet er. Wie schön. Finde ich aber ganz gut, dass sie jetzt alle auf einmal rausgesprungen sind oder ganz kurz Zeit versetzt und nicht jetzt irgendwie in 1 Minuten Abständen. Irgendwie denke ich immer, hier kommen noch Leute raus. Leute, Gegner, Monster, Aliens. Eigentlich alles, nur keine Leute. Achtung! Schätze, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich es ausprobiert hatte. Hör zu. Steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? What? Hat uns so eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt? Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Gut, dann müssen wir bestimmt hier runter, ja. Super. Edward hat ja einen super Sinn für Humor. Ja, ich glaube, die Rohstoffe werden bei weitem nicht ausreichen, um irgendwie noch was zu bauen, aber... Was ist das denn? Ah. Wow. Ja, es gibt ganz schön viele Pläne zum Bauen. Ah, und das ist der eigene. Plan. Schwerer Standardrahmen, Sperrgewehr. Mit hydraulischer Ausweider. Ah, okay, das ist ein... Ah, ich schieße einen Speer. Ja, ich... Ja, super. Das ist ja... Ich habe mich eben schon gewundert, warum die so durch die Gegend fliegen, wenn sie getroffen werden. Das erklärt einiges. Das erklärt auch nur die begrenzte Schussanzahl. Wieder eine Falle, aha. Ein Spocker. Noch einer. Und noch einer. So. War's das? Das sieht nicht nach einer Maschine aus.
Alter. Aufregend, aufregend. Also alle, die es wirklich zu actionlastig finden, denen kann ich nur sagen, nö. Ich finde es auch wirklich gruselig. Die Torque-Stangen werden benötigt. Ich sollte bei der nächsten Werkbank mal schauen, ob ich irgendwie Torque-Stangen herstellen kann. Das war gemein. Was ist das? Anscheinend nichts. So, hier werde ich nochmal eine kurze Pause machen und im nächsten Teil werden wir weiter den Edward suchen und ihn hoffentlich auch finden. Bis dann, bye bye.